falsches Märchen Peter und der Wolf in der Arena des Zeugs. Seid dabei und erlebt die spannende Geschichte des pfiffigen Peter, dem es mit Hilfe seiner Freunde gelingt, den großen grauen Wolf zu fangen. Peter und der Wolf in ca. 30 Minuten in der Arena des Zeugs. Und die Ente, die denkt, die kriegt was. Oh, wir sind stehen geblieben. Schatz. Oh, jetzt geht's wieder langsam weiter. Was willst du denn dann essen? Fleisch. Schnitzelfleisch. Na, mal gucken, ne? Thank you.
Das sieht aber schon so ein bisschen wie Gewitter aus, ne? Ja, tschüss. Papa ist ja schon gefahren. Ja, die Stimme redet wieder. Raus. Hier. Mal wegschweigen. Da wird mein Papa gleich drauf schießen. Drei großen. Hätten ja wenigstens mal ein Geräusch. Setz dich einfach auf deine Tropfen. Dafür hast du die Enten. Dafür hast du die Enten. Die machen die Geräusche. Das ist ja cool. Oder du kannst das wahrscheinlich selber rausdrehen, denke ich mal. Ja. Das sind halt guck mal den an. Das ist halt Wildschwein halt. Oh, hier ist ein Gott. Nee, das ist ja ein Mensch mit Kopf und Wildschwein. Was ist da hinten? Was ist da? Toll! Wieso? Nur was? Ist nichts, was? Keine Ahnung. Aber jetzt kommt ein kleines frisches Windel, ne? Was? Wie lange das ist? Das ist so nicht. Wisst ihr, wie lang das ist? 10, 12 Minuten. Ja, gut. Das ist so lange. Oh, wieso? Wieso, wenn dann schon die ganze Zeit drin? Wenn, dann mache ich es ordentlich. Ich schreibe einfach. Diese Ole. Nur alleine anstellen, ne? Wenn ihr denn wollt, dass du irgendwann die Seite mal bleibst, ich hab nicht mit.
Das sind echt viele Spinnen, ne? Münster. Schau, sind das echt? Die krabbeln doch. Das ist echt eklig. Was? Warum nicht? Ich will nicht drehen. Ach so. Wir können erstmal rutschen gehen. Rutschen? Mhm. Ich muss ja rutschen. Das ist doch nicht viel los, ne?